der König auf dem Flügelross könnte natürlich auch eine Anspielung auf den Propheten Aleyhisselam und die Himmelsreise, also die Nachtreise gewesen sein. Denn wenn er kommt, dann ist der höchste, was es an menschlichen Dasein geben kann, vorhanden und sich wie er versuchen hinzugeben als Vorbild, das ist hier möglicherweise auch angesprochen.